der Antwort. Na, also es wird bald eine Hotline geben, da kann man mich anrufen, aber echt Geduld haben. Deswegen tut mir leid an alle, die nicht sofort eine Antwort bekommen, weil es gibt Leute, die mich tatsächlich angefragt haben. Leute, ich mache das umsonst. Ja. Und jeder andere, deswegen gibt es von Paint und von mir jetzt demnächst Videos und es gibt auch so nur auf Englisch, wenn überhaupt Videos auf Deutsch kaum, weil die meisten arbeiten nicht mit Paint, die meisten arbeiten mit Adobe oder PowerColor oder den ganzen Scheiß, was Haufen Geld kostet. Ich arbeite damit auch, ne? Ich kenne mich mit allen aus, aber so ist das eben. Deswegen an User wie Frau Bergmann-Witt, bitte um Geduld. Auch wenn 7 Tage, das kann manchmal bei mir dauern. So, jetzt ganz kurz zu Ihrer Antwort. Also so, Sie haben Windows 11 runtergeladen und der Zauberstab seine Zauberbildhintergrund, genau. Und nun zeichnet Dom Bild und Hintergrund an. Da müssen Sie so schauen, weil das ist eine ganz einfache Sache, ob Sie hier Ebene sind. Ja, hier gibt es einen Ebenen. Und bitte nicht Verlauf verwechseln, Leute. Verlauf ist nur, was ich sehe, was ich gemacht habe. Nicht verwechseln, also immer Ebene. Wenn jemand das verwechselt, der muss sofort hier, da, irgendwo hier für sich seine Ebenen machen. Ne, ich mache das immer so auf der linken Seite, dann sage ich, das ist eine Ebene und dann zeige ich. Wenn ich zum Beispiel jetzt wir nehmen jetzt einfach mal ein Stil aus. Ne? Ein Punktestil und das können wir sonst nehmen. Wir können hier ein Rechteck aussuchen, gibt es verschiedene Arten. Ne? Also wir haben hier auch Formen. Ne? Um Gottes Willen, wir haben auch die Möglichkeit, gefühlte Formen mit Risse und Umriss zu zeigen. Ja, aber das erkläre ich auch alles, was es ist. Und jetzt einfach nur ein Beispiel. So. Nehmen wir mal an, ich zeichne ein ganz normales, stinknormales Rechteck. Okay? Ein ganz stinknormales Rechteck. So, und jetzt will ich mit dem Pinsel was malen. Ja. So, ne, 20. Und dann male ich hier. Dann ist es so, dass ich da eigentlich keine Ebene gemacht habe. Und deswegen male ich ja auf dieses Eck. Und ich kann dann dieses blöde Eck nicht anfassen. Und ich fasse auch im Endeffekt nur diese Schablone an, weil ich sage, ey, ich will das weg haben, wieso kann ich es nicht anfassen? Ja, mein Gott, weil du hast ja das nicht gemacht mit einer Ebene. Ach so, was muss ich denn machen, Andi? Erstens machst du Steuerung D. Steuerung D drücken, damit du raus aus dieser Ebene bist. Und zweitens hast du hier eine neue Ebene hinzufügen, hier verdoppeln, das brauchen wir nicht. So, neue Ebene hinzufügen und das ist eine Ebene. Und die könnt ihr umbenennen. Das ist der Hintergrund. Und da könnt ihr Doppelklick halt machen. Ich mache es nochmal. Doppelklicken. Und dann steht hier halt einfach Pinsel. Okay? So. Und dann gibt es die Möglichkeit auch zu machen, wie eingeblendet sind. Wir machen einfach nochmal. So. Und dann macht man nochmal eine neue Ebene. Die tut man unten drunter. Und dann sagt man hier, das ist meine Form. Form 1. Rechteck, okay? So. Und da habe ich nichts drauf. Und das kann ich hier zum Beispiel entweder wegklicken oder ich kann es einfach deleten. Ne? Ich lösche das mal einfach. So, jetzt merkt man, ah, okay, war falsch gelöst. Ja klar, macht nichts. Machst du den Pfeil hier zurück, machst du rückgängig. Gehst dahin und jetzt sagst du löschen. Und jetzt hat es geklappt. Ihr müsst immer auch richtig anklicken, weil sonst wird das nichts. So. Und dann gehen wir nochmal auf die Formel. Dann gehen wir nochmal schauen, ist das gefüllte mit Umriss zeichnen, ja, oder gefüllte Form zeichnen. Ja, gefüllte Form zeichnen. Dann, wie soll der Pinsel, wie soll er stark sein? Dann habe ich die Fülleffekte, Volltonfarbe. Ja, normalerweise macht er das dann auch. Dann habe ich die Werkzeuge, ne, die Rechteck, na, die Form, das sind die Formen. Und dann grundlegende Formen. Zeichne mal einen Kreis. So. Zeichnen wir einen Kreis. Ja? Und so sieht es aus. Ja, und der Kreis, der kann angefasst werden, bewegt werden, links, rechts, oben, was schlagt mich der Dode, guck, was der alles kann. So, und dann habe ich hier einen Pinsel. Und mit diesen Pinseln kann ich jetzt malen. Ich klicke auf Pinsel.
Und ich kann aber in diesen Pinsel ein Muster malen, aber ich kann immer nur ein Muster abbilden, weil er das nicht automatisch macht. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel, ne, ich male mal hier so ein Auglein hin, dann habe ich ein Auge. Aber wenn ich jetzt hier wieder ein Auge mache, dann habe ich aber zwei Augen drin. Wenn ich jetzt dieses Auge bewegen würde, wenn ich das wollte, dann ging das ja sowieso nicht, weil ich musste es noch ändern. Ich musste es erst umwandeln, diese Augen. Aber dann würde ich zwei Augen umwandeln. Ne? Deswegen, Steuerung D wieder, deswegen zurückgängig, wir malen immer ein Auge, machen das nächste und machen da die Umbenennen, nennen wir einfach mal Pinsel 2. Ah, normalerweise als Auge, aber das machen wir jetzt so, egal, sporadisch. Nehmen wir den Pinsel und müssen feststellen, dass wir auch wichtig, da, ne, wir prüfen, sind wir hier, sind wir in dieser Ebene, ja, wir sind in dieser Ebene und dann malen wir hier dieses Auge, okay? Und jetzt haben wir hier ein Auge und jetzt machen wir nochmal eine Ebene und machen wieder Pinsel. Ja, wir können ja sagen, Pinsel 3 Mund. Ja, können wir auch einen Bindestrich machen, dass jemand das stört, weil da kein Bindestrich ist. Und dann sind wir da und dann machen wir einfach einen Mund. So ein Lächeln. Ne? Ah, ist ja schön. Andi malt für mich ein Lächeln. So. Und jetzt habt ihr drei Formen. Und immer wichtig, wenn ihr da irgendwie draufklickt, dann ist es immer markiert. Deswegen wieder Steuerung W, falls euch das stört. Das ist ganz normal, ne, dass es immer markiert wird, weil ihr seid in diesem Markierungsmodus. Ne? So, jetzt habt ihr einmal dieses ausgewählte Pixel verschieben und habt ihr hier Auswahl verschieben. Und wenn ich da draufklicke, dann verschiebe ich nichts, weil es nur eine reine Auswahl ist. Auswahl ist der Pinsel nicht. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt Steuerung D, wenn ich jetzt da auf diese Form klicke, dann verschiebe ich auch nichts, weil es nur eine Auswahl ist. Nicht verwechseln. Auswahl ist nicht das gleiche. Wenn ich da drauf klicke, da kann ich diese Form verschieben. Aber ich kann nicht das andere verschieben, weil, ergo, das ist ja gezeichnet. Und wenn ich eine Form umwandeln will, also so, dass dieser Pinsel mehr ist, ja, dann habe ich eine Möglichkeit. Und es ist eine Möglichkeit, die wird oft nicht gezeigt. Und die zeige ich euch jetzt gleich. So, und dann haben wir dann dementsprechend dieses Auge. Und dann tun wir es einfach dann markieren. Also wir haben das Auge. Und dann gehen wir auf Effekte. Das habe ich schon vorbereitet. Bevel Objekt. Dann gehen wir auf Objekt und auf Bevel Objekt. Und damit können wir ein Objekt halt, einen Pinsel in ein Objekt umwandeln. Und wir können auch die Dichte machen, wie ob es auch so augerecht, also Rand haben will, können wir auch machen. Aber das brauchen wir nicht. Ja, können auch ohne. Wir können auch die alternative Lichteinfall machen, also das. Ja, man sieht hier ohne mit. Ja, also kann man alles machen. Aber weil ich da keine jetzt habe, was ich jetzt, also Tiefe, keine Tiefe habe, mache ich einfach okay. Und was macht er jetzt? Jetzt macht er tatsächlich, ja, ich kann das Auge jetzt bewegen, jetzt macht er daraus ein Objekt. Und jetzt kann ich mein wunderschönes Auge bewegen. Das Ganze muss ich natürlich nach oben machen, mit meinem zweiten Auge. Dann gehe ich auf Effekte und wiederhole das Ganze. Ja, er hat sich ja gemerkt, was ich gemacht habe. Und das Ganze mache ich mit meinem Mund. Ich gehe dann hier drauf. Buff, bin ich in meinem Mund. Und wiederhole den Effekt. Und fertig. Ich kann auch meinen Mund jetzt bewegen. Ja, und so habe ich im Endeffekt ein Smiley gemacht. Und so habe ich das mit dem Pinsel gemacht. Also, auf Ihre Frage, Frau Bergmann. Wird ist im Endeffekt ist mit der Ebene. Probieren Sie es bitte aus. Und kann man etwas dabei machen, genau. So wie ich das jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Und ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe. Ansonsten müssten Sie das ein bisschen genauer schreiben. Übrigens, wegen Toleranz
Da ist es auch sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel eine Toleranz haben will. Ich mache jetzt mal eine neue Ebene und möchte das Zeichnen mit weniger Stärke, dann bin ich immer hier oben unterwegs. Denn das sind meine wichtigen Einstellungen für etwas. Ich habe hier die Settings, die Pinselstärke immer, da stelle ich die ein. Wie stark soll der Pinsel sein, bedeutet, wie groß er ist. Die Härte bedeutet, wie hart soll ich damit zeichnen. Nehmen wir mal an, ich will jetzt diese Farbe rot, okay? Das bedeutet so, ne, das ist 100%. Wenn ich aber nur 40% mache, dann ist das halt etwas verwischt, aber immer noch zu stark. Ich kann dann so ganz reduzieren auf 7%, ne, und dann ist es schon hier minimal anders. Aber es ist eine Volltonfarbe. Das heißt, die Volltonfarbe wird nur abgeschwächt, aber nie richtig. Wenn ich sage, ich will das aber nicht zum Vollton, sondern ich will jetzt da 50%, aber es soll ein bisschen größer sein. Aber ich möchte zum Beispiel eine andere Fülleffekt, da muss ich da draufklicken und dann muss ich sagen, wie viel Prozent nehme ich von dem weg, von diesem Ton. Ich kann sagen 50% und dann sieht das dann halt so aus. Ja? Oder hey, statt 50% machen wir halt eben 10%, dann sieht das halt so aus. Ja. Der macht es aber nicht so, wie man denkt. Ja, der macht das nicht so wie so heller, so, weil man muss nochmal eine Einstellung machen. Es ist halt einfach doof, dass man hier verschiedene Einstellungen hat und das muss man erstmal so verstehen, ah, okay, welche Möglichkeiten habe ich, ne? Welche Möglichkeiten kann ich machen. So. Listings auch. Und dann gibt es noch eine Filmmethode. Genau, jetzt kommt die Filmmethode. Wenn ich jetzt haben will, das gleiche hier, mit dem gleichen Effekt, aber weniger Füllung, dann sage ich hier, mach einfach, es soll nur leuchten. Und dann tut er da dementsprechend das halt zu machen. Das Problem ist, ich sag's wie es ist, es ist halt verschieden. Man muss es einfach testen, es ist total verschieden. So, ich müsste hier komplett jetzt hier alles auseinandernehmen, additiv, mal so ein bisschen anders, minimal anders ist das. Ja, da muss man alles testen. Ich habe schon lange mit dem Pinsel nicht gearbeitet. Ja, reflektieren, ja, es ist auch ein bisschen anders, minimal anders. Ja, man sieht hier, das muss man sehr viele Einstellungen machen. Damit das alles, was man halt haben will, damit das halt klappt. Ja, Überlagerung, leuchten, farbig nachbelichten. Ich will etwas nur nachbelichten. Ne? Ich mache den Härtegrad nur auf 1%. Dann wird es noch weicher. Ja. Und hier sieht man das schon, dass es ein bisschen, ne, weniger hart ist. Ne? Ihr müsst da einfach selber schauen, prüfen, nachprüfen, testen. Ne? Und ich kann hier nichts falsch machen, weil ich habe ja hier eine Ebene extra gemacht. Ich kann die Ebene löschen und dann ist das, was ich gezeichnet habe, einfach verschwunden. Man muss ein bisschen spielen. Ne? Immer spielen mit den Möglichkeiten. Das ist so, lernt ihr mehr dazu. So lernt ihr, was Paint.net ist. Wenn ihr nicht spielt, wenn ihr kein Risiko eingeht und nicht ausprobiert, dann lernt ihr auch nichts. Ne? Also das heißt, das sind so einige Sachen und wir werden nacheinander reingehen an dieses Thema halt tiefer. Aber das ist jetzt erstmal so ein Video. So ein längeres Video, was ich euch jetzt zeigen wollte und die Frage auch von Frau Bergmann beantworten wollte. Und wenn es zum einen zu lang ist, dann hat er Pech gehabt. Dann muss er halt eben auf Englisch gehen und selbst die Videos sind lang, aber verraten einem nichts. Ne? Es ist halt einfach so. Wenn ihr irgendwo eine Schulung abschließt, möchte ich nur sagen, Fazit, wenn man irgendwo in eine Schulung geht, richtige Schulung, so mache ich auch die Videos, dann lernt man halt richtig was und es ist halt lang. Der Trainer muss das erklären alles, er muss jedes Detail erklären, damit keine mehr Frage offen steht, weil ich kann kein Live-Training machen. Gerne würde ich ein Live-Training machen, würde ich gerne machen, einfach mal Bescheid sagen, hey Andi, könntest du mein Live-Training machen, dann ganz klar, aber dann spenden auch, ne? Was ein bisschen spenden, weil nichts ist umsonst. Wenn es ein Live-Training gibt, dann kleine Spende, ne? Und dann kann ich was machen, weil ihr werdet nirgendwo ein
richtig Live-Training bekommen umsonst kriegst. Das gibt's einfach nicht. Das macht kein Mensch. Von irgendwas muss man ja leben. Und das ist halt aufwendig. Man muss auch viel vorbereiten und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht jedem hier erklären. Nicht jeder ist erwachsen genug, das zu verstehen. Aber auf jeden Fall, so poste ich euch halt, soweit es geht, die Videos, die Möglichkeiten. Und wenn ihr das gemacht habt, was ich euch auch gezeigt habe, dann könnt ihr all das halt umsetzen. Es gibt aber Sachen, die werde ich euch nicht so verzeigen oder auch hier nicht erwähnen, weil es einfach sehr viel ist und es kommt mit der Zeit. Ne? Wie ihr sagt, das sind die Effekte und das sind die Korrekturen. Und Korrekturen haben nichts mit Effekten zu tun, sind getrennt voneinander. Auch da wird man nochmal was angehen. Und das war's auch schon. Hiermit verabschiede ich mich. Nicht vergessen, da ist Abo, einfach ein Abo, abonnieren, mich weiterempfehlen und spenden auch nicht vergessen. Und das war's. Bis dann. Ciao.